sei es drum, wir überspringen hier mal. Das Internet ist ein bisschen langsam, wo ich hier gerade bin. Ich bin auch gerade im Hotel. Auch unterwegs. Ja. Nicht auf Zypern, aber na, jetzt gehe ich schon. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Wenn mein Depot groß genug ist, wenn ich von den Dividenden... Moment mal, also du kannst doch wirklich mal hier dieses Plastikteil von deinem Rode-Mikro mal endlich mal wegmachen hier, ne? Das sieht ja... Vielleicht ist es dein Markenzeichen geworden, ich weiß es nicht, aber das sieht ja echt hässlich aus. Das sieht so aus, als würdest du das quasi irgendwie so schützen wollen, dass du es irgendwie auf eBay wieder verkaufen kannst, ja? Also schrecklich, aber gut. Ist halt auch ein Frugalist, ne? Leben kann, dann heißt es für mich ab in den Süden, dort wo die Sonne immer lacht und ich auch noch kaum Steuern auf meine Dividenden zahlen muss. Diese oder ähnliche Aussagen hat sicherlich jeder von uns schon mal Ja, aber gibt es nicht irgendwelche neuen Gesetze jetzt ab 2022, dass das alles sowieso nicht mehr möglich ist, wenn du Kapitalgesellschaften hast? Gehört oder gelesen, gibt es in vielen Aktienforen, lese ich oft bei mir in den Kommentaren, in den Nachrichten oder auch in vielen Facebook-Gruppen. Und die Länder, die dann dort kommuniziert werden oder die dann ja erstrebenswert sind, sind auch sehr häufig ähnliche Länder. Es kommt oft Thailand oder innerhalb Europas ist eins der beliebtesten Länder, Zypern. Und wie das Schicksal es nun so will, bin ich seit neuestem Steuerzahler auf Zypern. Das heißt, ich versteuere meine Dividenden hier auf Zypern. Ich möchte im heutigen Video mal darüber sprechen, was für Vorteile. Stichwort Doppelbesteuerungsabkommen. Es gibt das Ganze hier auf Zypern zu machen und inwiefern das eine gute Idee ist, wenn man im hohen Alter dann hier vielleicht nach Zypern kommen oder hohes Alter, wenn man von den Dividenden leben kann, inwiefern es wirklich ein Vorteil ist. Und ich werde da mal auf verschiedene Szenarien eingehen. Ich werde das anhand meines ganz konkreten Beispiels erklären und werde dann auf verschiedene Szenarien eingehen und auch Punkte ansprechen, die man sehr, sehr gerne vergisst, wenn man darüber nachdenkt, ja, ich bin Mitte 40, Depot ist 1,5 Millionen, ich kann davon leben. Da gibt es ein paar Punkte, die man gerne vergisst. Darum. Ja, Mitte 40, da habe ich ja noch ein paar Jährchen hin. 1,5 Millionen, ja. Darum soll es heute gehen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video. Große Überraschung, wir sind heute mal wieder in einer Excel-Tabelle. Und zwar möchte ich im ersten Punkt mal beginnen, indem ich das anhand meines Beispiels durchexerziere. Ich habe schon in einigen Videos über die Steuern hier auf Zypern auf Kapitalerträge gesprochen, aber ich merke, dass es einfacher verständlich ist, wenn ich es doch wirklich mal ganz konkret zeige. Und zwar bin ich jetzt einfach mal von meinem Szenario aus. Ich werde in diesem Jahr in etwa 4.800 Euro brutto... Ziemlich hektisch heute. Spricht da relativ schnell der Typ. Dividende erhalten. Beginnen wir als erstes, indem wir das Ganze mal auf Deutschland runterspielen würden oder runterrechnen würden. In Deutschland hat man Stand jetzt, alles was ich jetzt von mir gebe, ist Stand heute vor der Bundestagswahl, hast du einen Freibetrag in Höhe von 801 Euro. Das heißt, zu versteuern wären 3.999 Euro. Das würde besteuert werden mit Kapitalertragssteuer plus Soli plus eventuell Kirchensteuer. Ich habe jetzt nur mit dem Soli gerechnet, sind 26,375%, die wir hier haben. Würde bedeuten, wenn man das hier, die beiden multipliziert miteinander, kommen wir auf 1.054 Euro Steuern, die ich in Deutschland oder die ich quasi darauf zahlen müsste, würde netto bedeuten 3.745 Euro, was ich rausbekommen würde bei 4.800 Euro Brutto-Dividende. Jetzt der gleiche Fall zu Zypern, 1:1 das gleiche. In Deutschland habe ich in Summe eine Steuerlast von 1.054 Euro. Wenn ich das jetzt ganz genau auf Zypern runterrechnen würde, unter folgenden Gesichtspunkt. Es gibt erstmal auf Zypern keinen Freibetrag. Das heißt, 4.800 Euro ist brutto und das wäre quasi auch der Teil, der zu versteuern ist. Nun habe ich hier einen Steuersatz von 17,25% angelegt. Wie setzt der sich zusammen? Erstmal gibt es auf Zypern unter dem Non-Dom-Status, das heißt, wenn du hier die ersten 17 Jahre, die du hier lebst, gibt es keine Steuern auf Dividenden. Das heißt, diese 17,25% setzen sich aus zwei Komponenten zusammen. Und zwar die erste Komponente ist die Quellensteuer in den USA. Warum lege ich die hier zugrunde? Weil ein Großteil aller Dividendeninvestoren oder Leute, die von ihrem Vermögen leben, haben einen Großteil ihres Geldes sicherlich in Werten aus den USA oder beispielsweise in ETFs. Und viele ETFs sind nun in Irland ansässig und da zahlst du letztendlich genau das Gleiche. Also in der Regel die große Masse der Werte kommt aus den USA und deswegen habe ich hier einfach mal zugrunde gelegt 15% Quellensteuer. Und ich habe auch das Ganze mal, wie das Ganze ganz konkret aussieht, habe ich hier auch mal mitgebracht. Und zwar, das ist jetzt ein, wo mache ich mich jetzt hin hier? Gehen wir mal hier oben in die Ecke. So,
Also das war jetzt LTC Properties, habt ihr hier gerade gesehen. Das ist meine Dividendenausschüttung, ganz normal bei einem deutschen Broker. Und zwar, ich habe 87 Stück und ich habe bekommen eine Dividende von $16,71. Davon werden 15% Quellensteuer abgezogen. Das funktioniert genauso wie in Deutschland. Wenn du einen deutschen Broker hast, wo du auf Zypern ansässig sein kannst, dann macht er das auch für dich. Das heißt, genauso wie du das aus Deutschland kennst, passiert das hier auf Zypern auch. Wir werden die 15% Quellensteuer abgezogen, weil Zypern, ähnlich wie Deutschland, ein Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA hat, was sagt, wir reduzieren die einbehaltenen Quellensteuer auf 15%. Bei US-Werten also sehen wir hier genauso, wie das in Deutschland auch funktionieren würde, gehen hier 2,15% direkt an den, wie heißt das, International Revenue Service, IRS, also ans Finanzamt in die USA. Und für mich bleiben Netto-Dividende von $14,20 über, umgerechnet in Euro sind das €11,98. Das heißt, was können wir hier festhalten, was will ich damit sagen? Du hast einfach die 15% Quellensteuer in den USA. Ob du das jetzt über den ETF abdeckst oder ob du das die Aktie direkt hältst, macht ja de facto keinen Unterschied. Du hast die 15%. Jetzt sind ja hier aber noch 2,25%, die hier noch extra drin sind. Und das ist ein Betrag, das ist wichtig, da kommen wir später nochmal dazu. Das ist der Beitrag, den du auch von deinen Dividenden, die du bekommst, ins Gesundheitssystem zahlen musst. Das ist deine eine Zwangsabgabe ins National Health System. Und die beläuft sich auf 2,65%. Und wenn du 2,65% auf die nach Abzug der 15% rechnest, kommst du auf 2,25% und so kommst du bei US-Werten letztendlich auf eine Belastung oder klassische ETFs, kommst du auf eine Belastung von 17,25% auf die Ausschüttungen. Das heißt, wenn ich jetzt 100% meines Geldes in US-Werten hätte, dann würde ich zahlen über die Klassen 15% und dann hier auf Zypern nochmal die 2,25% oder 2,65%, je nachdem, wie man es rechnet. Der redet echt schnell. Und ich hätte eine Gesamtabgabenquote, die sich aus Steuern und dieser Abgabe fürs National Health System zusammensetzt, von 828 Euro. Bedeutet, netto hätte ich hier 3971 Euro raus. Ich hoffe, dass das soweit verständlich war. Jetzt gibt es aber der erste Punkt, wo ich dann nochmal sehr intensiv drauf eingehen muss. Das ist die Theorie. In der Praxis sieht es beispielsweise bei mir so aus, es gibt hier keine Steuern auf Dividenden in den ersten 17 Jahren. Wenn du jetzt Werte hast aus Ländern wie beispielsweise dem Vereinigten Königreich, wo es gar keine Quellensteuer gibt, entfallen diese 15% hier auch. Das heißt, bei mir ist es beispielsweise so, ich habe hier mal rausgeguckt, ich habe einen Anteil von fast 17% Werte aus dem Vereinigten Königreich und das macht bei mir... ist jetzt ein bisschen niedrig angesetzt. Eigentlich sind es, glaube ich, 1.300 Euro, die ich im Jahr Dividende bekomme. Ich habe es ein kleines bisschen niedriger angesetzt. So roundabout ein Viertel meiner Dividenden kommt aus dem Vereinigten Königreich. Das ist insbesondere eine Unilever, eine Shell, eine British American Tobacco. Dadurch knallt das relativ schnell nach oben. Und ich muss diese quasi gar nicht versteuern, nur diese 2,65% darauf. Das heißt, bei mir würden der Rest, die restlichen Werte sind überwiegend aus den USA, 3.680, was ich an Dividende hätte, minus die Steuern, würde eigentlich eine Netto-Dividende ausmachen von 4.135 Euro jetzt in meinem Fall, was ich wirklich abführen muss, sei es in den USA oder in Zypern hier, diese Abgabe, also 634 Euro. Und da ist der Unterschied jetzt schon ein kleines bisschen höher, das heißt, der Unterschied hier im Vergleich zu Deutschland beträgt ein bisschen was über 400 Euro. Aber sind wir also man merkt immer wieder in seinen Videos, der liebe Aaron ist ein echter Pfennigfuchser. Ja? Also der müsste eigentlich so ein Controller, sage ich immer wieder. Das ist der geborene Controller. Ja? Also ich bin da genau das Gegenstück. Ich bin eher so Marketing, Sales, ich schaue nicht so auf die Kommazahlen. Ehrlich, 400 Euro im Jahr gerechnet sind quasi was, 33, 35 Euro oder sowas im Monat, das macht jetzt den Kohl nicht besonders fett. Also es ist jetzt nicht der riesige Unterschied in meinem Fall, wo ich einfach quasi nur das Szenario Deutschland mit Zypern vergleichen würde und auch so, wie es ganz real bei mir aussieht. Jetzt kommen wir aber mal vielleicht zu Sachen, die man besser vergleichen kann. Und zwar, ich meine, von 4.800 Euro Bruttodividende kann man noch nicht leben, zumindest nicht auf Zypern und nicht auf Deutschland und nicht in Deutschland. Also gucken wir mal zwei andere Szenarien an und wir haben hier als erstes Szenario die 30.000 Euro. Und zwar 30.000 Euro brutto bedeutet in Deutschland 801 Euro Sparerpauschbetrag wird abgezogen. Zu versteuern hast du 29.199 Euro. Abzüglich der Steuern in Höhe von 7.701 Euro bleiben 22.298 Euro über. Das gleiche Szenario in Zypern gerechnet, kommst du auf keinen Steuerfreibetrag. Die klassischen US-Werte oder ETFs kommst du auf 24.824 Euro. Also wäre eigentlich attraktiver. Stopp. Weil hier gibt es jetzt eine Sache, die ist am... meistens, wenn man im Arbeitsleben steht, für einen nicht relevant. Aber sobald du wirklich von deinen Erträgen, deines Vermögens lebst, gibt es eine Sache, die überaus sinnvoll sein kann. Und zwar ist es die sogenannte günstige Prüfung in Deutschland. Diese Kapitalerträge, die du zahlst, die 25%, ist quasi die Obergrenze, die du zahlst. Es gibt aber durchaus die Möglichkeit, weniger zu zahlen. Und das passiert über die sogenannte günstige Prüfung. Das heißt, wenn dein Durchschnittssteuersatz in Deutschland unter den 25% liegt, dann wird das Finanzamt nicht die 25% ansetzen, sondern den günstigeren Steuersatz. Und wenn man das jetzt mal sich durchrechnet, wir haben einen Bruttoeinkommen von 30.000 Euro und ich habe es jetzt hier mal rausgesucht, klassischer Einkommenssteuerrechner, verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung, könnt ihr mal ein bisschen rumspielen. Du hast ein zu versteuerndes Einkommen von 30.000 Euro, wo alles mögliche drin ist. Das heißt, zu versteuern Einkünfte aus den ganzen Dingen und unter anderem Kapitalvermögen. Und eigentlich Kapitalvermögen vielleicht 25%, aber
nicht, wenn, wenn du einen niedrigeren Durchschnittssteuersatz hast als die 25%. Und genau das haben wir hier. Bei 30.000 Euro hast du in Deutschland Einkommenssteuer zu zahlen von 5.000 Euro und 5.090 Euro. Und das ist ein Durchschnittssteuersatz von 16,97%. Das heißt, du müsstest auf deine 30.000 Euro Kapitalerträge, die du hast, nur 5.090 Euro Steuern zahlen. Das ist genau das, was ich hier eingetragen habe. 5.090 Euro, die du zahlst, bleiben netto 24.910 Euro über. Das heißt, eigentlich, wenn du 30.000 Euro hast und ganz klassisch US-Werte, ETFs hast, machst du zwischen Zypern und Deutschland eigentlich kaum einen Unterschied. Und das ist eine Sache, die sehr, sehr viele Leute vergessen. Ich meine, okay, ich weiß jetzt nicht, ob man mit knapp 25.000 Euro dann quasi in den Ruhestand gehen möchte, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die man mal im Hinterkopf haben sollte, gerade weil man hier von 30.000 Euro zu versteuertem Einkommen ausgeht, also ein bisschen mit Steuern auskennt. Es gibt ja noch viele Sachen, die man vielleicht als Ausgaben geltend machen kann, was das zu versteuernde Einkommen noch ein kleines bisschen weiter drückt. Also gerade wenn man dann im fortgeschrittenen Alter nicht mehr arbeitet oder ausschließlich von den Erträgen seines Vermögens lebt, kann so eine günstige... Prüfung dir durchaus einige tausend Euro an Steuern sparen. Wir sehen es ja hier, statt 7.700 Euro nur 5.090 Euro macht durchaus einen Unterschied. Also hier, das geht eher zugunsten Deutschlands aus. Ja, aber das ist ja wieder dieses Kleinhalten, 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 Kleinhalten. Ja, das ist ja wieder dieses Prinzip in Deutschland. Wenn du quasi eh schon nichts hast, ja, dann, also wir, Gesetz, Bestimmung, Regierung, wir bestimmen, wir stellen fest, 30.000 Euro brutto kriegst du hier irgendwie weniger Steuern, bla bla. Also bei Beträgen, wo sowieso keine Sau von leben möchte, ja, besonders kein Leistungsträger, ne? Das sind vielleicht hohe Beträge für Leute, die ihr ganzes Leben nichts geleistet haben, aber du schuftest doch nicht dein ganzes verdammtes Leben, um dann quasi mit 30.000 Euro in Ruhestand zu gehen. Ja? Das ist immer dieses von oben, top down, so ein Korridor. Das ist, was wir uns vorstellen, dass du verdienen darfst und dann begünstigen wir dich mit dieser und jener Steuer. Aber weh, du verdienst 60.000, oh, so viel Geld, Wahnsinn. Ja? Du könntest ja theoretisch sogar dir einen Jetski leisten davon dann. Oh, das geht gar nicht. Ne? Da müssen wir nicht sofort hier volle Kanne steuern. Also alles, was über Aldi, Rewe und Lidl hinausgeht, ja, und Miete zahlen, wird ja sofort super bestraft. Ne? Und das ist ja genau der Punkt, ja? Warum so viele eben die eigentlich Deutschland bräuchte, eben genau die Leistungsträger, dass die eben sich verpissen wollen oder die ganze Zeit sich schon verpissen. Muss man sagen. Jetzt kommen noch Einschränkungen, mit Vorsicht zu genießen, geht zugunsten Deutschlands aus. Ich komme da nochmal später drauf zurück. Und jetzt machen wir hier noch ein zweites Szenario, wo wir einfach einen etwas größeren Betrag nehmen, der vielleicht auch ein bisschen realistischer ist, dass man sagt, okay, ich habe 50.000 Euro brutto im Jahr aus Dividenden, jetzt setze ich mich zur Ruhe. Das sollte man vielleicht eher bei so einem Betrag machen. Gleiches Beispiel wie eben, 50.000 Euro minus Freibetrag, Kapitalertragssteuer drauf, heißt netto 37.000 Euro. Das gleiche Szenario mit Zypern gerechnet wären 41.000 Euro. Das heißt, hier reden wir bereits in etwas über 4.000 Euro Steuerersparnis, die du auf Zypern hättest. Das ist schon nicht ganz wenig, 4.000 Euro haben oder nicht haben. Aber wir haben hier ebenfalls eine günstige Prüfung. Und zwar rechnen wir es mal hier aus mit 50.000 Euro. Bei 50.000 Euro hast du hier einen Durchschnittssteuersatz von 23,99%. Das heißt, du zahlst 11.993 Euro. Und das habe ich hier hoffentlich auch so eingetragen, 11.993 Euro. Das heißt, selbst bei einem Einkommen von 50.000 Euro durch Kapitalerträge ist die günstige Prüfung, sorgt die dafür noch, dass du weniger Steuern zahlst als die 25%. Wohl bemerkt, wenn die 50.000 Euro sind alles, was du verdienst. Wenn du noch Mieteinnahmen hast oder wenn du noch irgendwie was Kleines Selbstständiges hast oder wenn du noch ein Angestelltenverhältnis hast, dann ist es natürlich etwas anderes. Das ist jetzt das Szenario, dass du ausschließlich 50.000 Euro einfach nur an Dividenden bekommst. So, so viel dazu erstmal. Also was man hier sieht ist, okay, ja, Zypern hat einen Vorteil bei höherem Einkommen, aber gerade in den niedrigeren Bereichen, ich meine 30.000 Euro Dividende muss auch erstmal bekommen, aber bei 30.000 Euro ist es sogar aufgrund der günstiger Prüfung in Deutschland steuerlich betrachtet erstmal attraktiver. So, jetzt aber fünf Punkte dazu, die das Ganze ein kleines bisschen einschränken. Und zwar Punkt Nummer 1, ich weiß oder niemand weiß, wie lange diese 25% Flat auf Kapitalerträge überhaupt noch gelten. Wir haben bald Bundestagswahlen und das kann sich
muss jetzt nicht jetzt sein, das sein, aber es kann sich auch in 4 Jahren drehen. Das heißt, niemand weiß, wie lange das so noch Bestand haben wird. Aber selbst wenn das abgeschafft wird, habe ich ja hier gerade vorgerechnet, ist selbst bei einem Betrag von 50.000 Euro dein Durchschnittssteuersatz nach der günstiger Prüfung gerade mal 24 oder 23,99% sind, das was man hier unten sieht. Das heißt, selbst wenn das abgeschafft wird und du dann der persönliche Einkommenssteuersatz greift, ist es nicht so, dass du dann auf einmal auf 42% plus Soli hochspringst, sondern ja, also das ist nicht der Weltuntergang für die meisten Einkommen, beziehungsweise die Leute, die von ihren Erträgen. Entschuldige, mein lieber Aaron, aber wer sagt denn, wenn die 25% Flat abgeschafft wird, wer sagt denn, dass nicht gleichzeitig auch die günstige Prüfung abgeschafft wird? Ja. Also ich meine, was die Zukunft, was die Politiker sich in der Zukunft aushecken, egal in welchem Land, kann ja sowieso niemand wissen. Ja. Also oder ändern. In Deutschland leben wollen. Punkt Nummer 2. Und das ist jetzt, also das ist erstmal ein Punkt, der, ich sag mal, das Schreckgespenst, was gerade mit einer Linksregierung, möglicherweise mit Kommunisten in der Regierung, heraufbeschworen wird, ist gruselig, ist ein Schreckgespenst, ganz ohne Frage, aber in diesem konkreten Fall ist es jetzt nicht der Weltuntergang, weil wahrscheinlich, okay, wenn wir hier von 100.000 Euro ausgehen, dann wird es natürlich einen Unterschied machen. Wir können es mal ganz schnell eingeben, wenn du hier 100.000 Euro an Kapitalerträgen im Jahr hast, dann hast du einen Durchschnittssteuersatz, okay, von 32, 33% plus Soli, okay, warte mal, 34, fast 35%. Dann macht das quasi wirklich einen heftigen Unterschied aus, aber gerade wenn du so zwischen 30 und 50.000... Ja, aber warum 100.000 Euro? Weil genau mit 100.000 Euro das Leben beginnt, ein bisschen Spaß zu machen. Ja? Da geht es eben los, dass du dir mal das ein oder andere mehr Dinge leisten kannst. Den einen oder anderen mehr Urlaub, das etwas interessantere Auto, etc. etc. Ja? Und genau das wollen sie dir ja wieder nehmen. Ja? Und immer diesen Deckel von oben drauf hauen. Das ist halt das, was die Leute so ankotzt. Also ich rede jetzt nicht von mir, sondern ich rede einfach von der ganzen Bevölkerung, ja? Also alle, die halt leisten und mehr haben und so weiter. 1.000 Euro dich damit zur Ruhe setzen möchtest, ist selbst eine kommunistische Regierung, eine linksgrüne Regierung, würde nicht der Weltuntergang sein für dieses Szenario. Das ist deswegen wichtig, man muss ja, wir reden über wirklich lange Horizonte, also einen langen Zeitabschnitt, wo man sich wirklich ein bisschen Gedanken machen muss, auch um eine gewisse Planungssicherheit, die man haben möchte. So, das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Also mal zum Thema Planungssicherheit. Wenn wir mal bedenken, dass unser technologischer Fortschritt exponentiell fortschreitet, das heißt, ich glaube, alle 4 Jahre verdoppelt sich die Geschwindigkeit unserer Computer. Was, alle 4 Jahre? Ja, ich glaube schon. Dann ist irgendwann, ich glaube, wann war, ja, so 20 Jahre oder 15 Jahre, die Leute wissen es ja auch nicht genau, die Experten, sogenannte, irgendwann ist sozusagen der Computer dann irgendwie genauso intelligent wie der Mensch oder was weiß ich. Ja, also Planungssicherheit, von wie vielen Jahren reden wir hier? Ja, wichtige Frage. Von wie vielen Jahren reden wir hier? Reden wir hier von Planungssicherheit 3, 4, 5 Jahre oder darüber hinaus, würde ich mal sagen, kann niemand mehr irgendwas planen. Der Zug ist abgefahren, ja. Ist allerdings eine Sache, die das für Deutschland extrem ins Negative dreht. Und zwar, das ist auch eine Sache, die sehr, sehr viele vergessen, wenn sie sich sowas durchrechnen. Oft ist die größte Position, die Ausgabenposition im hohen Alter nicht die Miete oder die Kinder, wie es vielleicht heute bei dem einen oder anderen der Fall ist, sondern die Krankenversicherung. Die viele sind privat krankenversichert und die knallt im hohen Alter natürlich richtig nach oben. Ja, das ist für viele die größte Position und das muss man ja sagen, du hast in Deutschland zwar hier ein Netto von, jetzt bei den 50.000 von 38.000 Euro, aber da kommt dann natürlich noch deine private Krankenversicherung da drauf oder die freiwillig gesetzliche, je nachdem was du bist, aber das sind schon nochmal heftige Kosten. Und das ist jetzt der Punkt, wo Zypern profitiert, weil in Zypern hast du, ich habe es am Anfang erzählt, diese 2,65%, die dann in Summe eine Belastung von 17,25% ausmachen hier, da ist bereits die Abgabe fürs Gesundheitssystem drin. Das heißt, du hast bereits den Beitrag, den du ins Gesundheitssystem zahlst, den Krankenversicherung ist direkt mit abgedeckt. Und das ist ein riesengroßer Vorteil. Das heißt, selbst wenn du in Deutschland bei deiner privaten Krankenversicherung im hohen Alter dann irgendwie 6, 7, 8, 900 oder ganz noch mehr zahlen, pro Monat zahlst, sind ratzfatz mal noch 10.000 Euro im Jahr weg. Was hier auf Zypern bereits abgedeckt ist durch diese Abgabe ans NHS-System. Das ist so eine Sache, die sollte man unbedingt im Hinterkopf haben, wenn man sich zur Ruhe setzt, die private Krankenversicherung. Stopp mal. Hast du schon mal das NHS-System in Anspruch genommen? Falls wir von dem englischen NHS-System sprechen, die 2,5%, die du da einzahlst, sind de facto umsonst. Weil
du dort keine vernünftigen Ärzte gestellt bekommst. Ja. Wenn du was hast und gehst zur NHS, dann wirst du von einer Krankenschwester irgendwie versorgt. Ja. Und die verschreibt dir im besten Falle Antibiotika, egal was du hast, und das war's. Also das NHS-System ist mit dem, was wir als Deutsche gewöhnt sind, ja, dass du einfach mal so eben kurz zum Arzt, zum Ohrenarzt, zum Augenarzt, zum Händearzt, egal zu welchem Arzt du rennst, wegen jedem Pillepalle, überhaupt null vergleichbar. Das sind quasi Welten dazwischen, Welten. Ja. Ich möchte dich mal sehen, wenn du mal was hast und zum ersten Mal zur NHS gehst. Das kannst du komplett vergessen. Ich gehe mal stark davon aus, dass du privat versichert bist und dann kriegst du auch die besseren Ärzte oder sagen wir mal, die vernünftigen Ärzte oder sowas. Obwohl auch da gibt es natürlich Unterschiede in Deutschland oder auch sonst wo. Da muss man auch nochmal genau hinschauen. Nicht alle Ärzte sind gleich also muss man sich auch seine Ärzte raussuchen. Aber überhaupt mal den Access, also den Zugang zu Spezialisten zu haben, das kriegst du über die NHS nicht. Und in England kenne ich Fälle, da mussten die auf eine Warteliste wegen irgendeiner Operation, da sind die vorher abgekratzt, ja, über die NHS, weil einfach das alles so schlecht ist dort, ja. Also von daher bleib mir bloß fern mit der NHS, ja. Oder die Krankenversicherung wird nochmal richtig teuer. So, und jetzt kommt der dritte Punkt, den ich ansprechen wollte, ist die günstige Prüfung. Kann man mal durchexerzieren. Ich habe das in der Videobeschreibung verlinkt. Oft ist Deutschland dahingehend auch, wenn du ausschließlich von Dividenden lebst, nicht so unattraktiv, wie man manchmal auf den ersten Blick denkt. Krankenkasse ist natürlich ein Problem. Kommen wir zu Punkt Nummer 4. So wie ich das jetzt hier gemacht habe, ist, ich sag mal, klassisch, wie man es in Deutschland macht, wenn du von deinen Dividenden leben möchtest. Aber das ist genau genommen für Zypern das Worst-Case-Szenario. Also so wie ich das jetzt hier gerechnet habe, ist das für Deutschland das Idealszenario gewesen und für Zypern das Worst-Case-Szenario gewesen. Und zwar aus folgendem Grund. In Zypern hast du auf die Dividenden zwar die 15%, aber wir haben es ja beispielsweise so, dass Dividenden aus UK komplett steuerfrei sind. Das heißt, man könnte natürlich überlegen, okay, legst du dir die Nestle ins Depot oder legst du dir die Unilever ins Depot? Legst du dir, keine Ahnung, Gazprom ins Depot, legst du dir eine Exxon ins Depot oder legst du dir eine Shell ins Depot, legst du dir eine Altria oder eine BAT ins Depot, du hast da direkt 15% mehr Rendite, Prozentpunkte müssen das in dem Fall sein, weil du die 15% Quellensteuer nicht hast. Das heißt, hier kann man schon eine ganze Menge verschieben, sage ich mal, dass du hier einfach auf die 15% Steuern auch verzichtest. Und gerade wenn es um Werte geht, eine Altria oder eine British American Tobacco oder sowas, da kann es schon, da macht das sind ja auch Werte, die viel Dividende ausschütten, das macht dann schon einen ordentlichen Unterschied. Hierzu noch ein zweiter Punkt, diese 2,65%, entschuldigt bitte, das gehört eigentlich zur Krankenkasse, die 2,65%, die du ans Krankenversicherungs-, ans National Health System hier abgibst, nur auf die ersten 180.000 Euro im Jahr an Dividende. Das heißt, wenn du wirklich ein etwas größeres Vermögen hast, vielleicht nicht nur 1, 2, 3 Millionen hast, sondern vielleicht eher 10 Millionen, du musst nur auf die ersten 180.000 Euro Dividende diese Abgabe leisten. Aber, und jetzt kommt noch ein Punkt, der für meine Begriffe nach dann wirklich den großen Unterschied ausmacht. Diese 15% hier, die du zahlst, sind ja, also in Deutschland macht es ja keinen Unterschied, ob das eine Dividende ist, ob das Kursgewinne sind, ob das Ausschüttungen bei einem ETF sind. Macht ja keinen Unterschied. Auf Zypern macht es ja wohl einen Unterschied. Du hast nämlich nicht diese Flatsteuer, sondern diese Steuer, der höchste Betrag, diese 15%, sind ja die Steuern, die in den USA gezahlt werden. Das heißt, ich mache mal das Extrembeispiel, du hast in deinem Depot viele Werte, die gar keine Dividende ausschütten, die aber vielleicht auch ansonsten gut gelaufen sind. Du hast eine Alphabet, eine Amazon, eine Facebook, eine Square, PayPal und wie sie alle heißen. Und du fängst im hohen Alter dann an, einfach die Werte zu verkaufen. Das heißt, du hast nur Kursgewinne. Dann entfallen natürlich allein diese 15% Quellensteuer, entfallen komplett. Das heißt, dass die Steuern hier so hoch sind, so hoch 17,25%, liegt ausschließlich an den US-Quellensteuern. Wenn du aber Werte aus UK hast oder wenn du Kursgewinne hast, dann gibt es diese Summe nicht. Das heißt, wenn du ein Depot hast, wo viele auch quasi thesaurierende Werte drin sind und du verkaufst und du stößt die ab. Du lebst dann quasi von den Kursgewinnen und nicht von den Dividenden, was ja in Deutschland inzwischen auch relativ typisch ist, dass man das macht, sage ich mal, dass du einfach immer den kleinen Anteil hier, 4%-Regel und so weiter, verkaufst, dann entfallen diese 15% komplett. Das heißt, dann macht es einen riesengroßen Unterschied. Wenn man das hier mal durchexerzieren würde und du würdest hier, ich bin mir gerade nicht 100% sicher, ob man die 2,65% überhaupt zahlen muss. Es kann auch sein, dass du komplett steuerfrei bist. Aber wir lassen mal, wenn wir hier mit 2,65% rechnen würden, dann macht es auf einmal einen riesengroßen Unterschied, wenn du einfach nur die Anteile in deinem Depot abstößt, weil dann sinkt hier deine Steuerlast bei 50.000 Euro
Gewinnen, die du hättest, jetzt Kursgewinne, die du ab... Also ich sehe den Aaron irgendwann mal seine eigene Agentur, Auswanderungsagentur auf Südzypern aufmachen, ja, wo er quasi so eine Mischung aus Liaison zu Anwalt und Steuerberater Dienstleistungen irgendwie anbietet. Also ich glaube, das ist in seinem Blut, hier quasi irgendwelche Prozentpunkte auszurechnen. Da sehe ich ihm wahrscheinlich in 10 Jahren oder sowas hier noch ein neues Business eröffnen. Ja? Auf jeden Fall, das würde wirklich zu ihm passen. Abstößt, dann hast du eine Besteuerung darauf von 1.300 Euro im Worst Case. Ich weiß nicht mal, ob die Kursgewinne, das kriege ich noch raus. Ich weiß gar nicht, ob die Kursgewinne versteuert werden oder vielleicht weiß es jemand, das können wir gerne in den Kommentaren da lassen. Dann hättest du eine Steuerlast von 1.325 Euro versus in Deutschland mindestens 12.000 Euro. Und du hättest bereits deine Krankenversicherung abgedeckt, die in Deutschland dann auch nochmal kommt. Also wenn man dann quasi anfängt, auch so ein kleines bisschen Steuern in seine Überlegungen mit einzubeziehen, das kann hier einen riesengroßen Unterschied machen und dann brauchst du auch gar nicht mehr ganz so viel Geld. Ich meine, hier bei 50.000 Euro Gewinn, und das macht netto, da ist die Krankenkasse dann schon weg, 48.675 Euro aus, dann machen solche Szenarien wirklich Sinn. So, und abschließend möchte ich noch eine Sache sagen. Das ist jetzt nur das Beispiel anhand von Zypern. Ich habe das ja sowas für mich selber auch schon mal in Georgien und hat von anderen Ländern durchgerechnet. Was die Besteuerung von Kursgewinnen angeht, da muss man einfach sagen, ist Deutschland eine Steuerwüste. In vielen, vielen westlichen Ländern oder auch südlichen Ländern ist es vollkommen normal, dass wenn du Unternehmen eine gewisse Zeit hältst, dass sie dann dass du die Gewinne steuerfrei vereinnahmen kannst. Da ist Deutschland mehr oder weniger ein schlechtes Beispiel oder man kennt es halt nur so. Was die Dividenden angeht, ist, wenn man wirklich von Dividenden leben will, ich habe es vorgerechnet, ist aufgrund der günstiger Prüfung Deutschland nicht so schlecht, wie man vielleicht denkt. Aber es gibt ohne Frage Möglichkeiten, wenn man ein gewisses Vermögen hat, auf Zypern deutlich, deutlich günstiger zu leben mit sehr viel weniger Abgaben, als man es beispielsweise in Deutschland macht. Ich glaube, das letzte Beispiel hier demonstriert das wirklich sehr, sehr ordentlich. Wohlbemerkt, das gilt nur 17 Jahre lang. Wenn du nach Zypern kommst, hast du 17 Jahre, wo du darauf keine Steuern zahlen musst. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, ich konnte das anhand der Beispiele... Ja, okay. Wenn du so mit 60 dann auswanderst, dann hast du bis 77 Zeit. Nee, ich meine... Das mit dem Quellensteuer, das ist halt einfach, also meiner Meinung nach, ist das Ganze sowieso eine Farce. Ja, es ist eigentlich ein, wie soll ich sagen, der Franzose würde sagen, ein Affront. Ja? Also quasi ein Hohn. Das ist der blanke Hohn letztendlich. Sich überhaupt eine Diskussion hier, Quellensteuer grundsätzlich mal, ich erkläre gleich meine Meinung, warum. Und jetzt auch noch zu sagen, ja, die, die Kapital haben und dann Dividende und Kursgewinne und sowas realisieren, ja, die haben ja so viel Geld und ja, das muss dann genauso versteuert werden wie Einkommensteuer, gell? Ja, ja. Leute, das ist privates Vermögen, welches bereits Einkommen versteuert wurde. Das heißt, die Quellensteuer ist ja eine On-Top-Steuer deines persönlichen bereits voll versteuerten Einkommens mit allem drum und dran. Ja, das muss man sich mal hier, und das fehlt mir hier an dieser Stelle, ja, das ist sowieso der blanke Hohn ist, ja, das heißt, ich tue mein Geld nicht aufs Sparbuch, ja, nicht unters sozusagen, ich grab's nicht im Garten ein, sondern ich gehe das Risiko ein, dass ich es im Markt investiere, was ja auch wieder dem gesamten Wirtschaftskreislauf zugute kommt, ja. Gehe also das Risiko ein, bekomme dafür eine höhere Rendite wie auf dem Sparbuch und dann soll das quasi wie, also ich gehe dieses Risiko mit meinem bereits voll versteuerten Einkommen ein und dann wird dieses, ja, mit Quellsteuern, wo jetzt die Frage sich gestellt wird, ob man die nicht nochmal so hoch wie die Einkommensteuer, also nochmal die volle Einkommensteuer, also quasi doppelte Einkommensteuer ist das, meine Damen und Herren. Ja, und das ist wirklich, also wenn da nicht die Leute quasi mit Knüppel und Holzstühle, auseinandergenommenen Holzstühlen und gebastelten sonst was auf die Straße gehen, wird nicht passieren, weil Deutschland, das ist einfach der deutsche Michel, der macht alles, ja, wenn der Staat sagt, wir gehen alle im Gleichschritt in der Isar baden, dann gehen sie alle im Gleichschritt in die Isar baden, ja, also das ist halt einfach Deutschland. Mehrfach volle Kanne Gehirn gewaschen, ja, also das ist
einfach auch systematisch so. Und aber das ist ja letztendlich der eigentliche Affront mit dieser ganzen Steuerscheiße, was sogenannte Quellensteuer betrifft, ja. Genauso bei Unternehmer, wenn du Unternehmer irgendwie eine Firma verkaufst, da gibt es ja viele Modelle, wo du das dann ein bisschen optimierst oder sowas, keine Ahnung. Aber du gehst ja hier unglaubliche Risiken ein. Als Unternehmer hast du keinen Urlaub, du darfst nie krank sein, all diese Dinge, ja. Und dann verkaufst du deinen Laden irgendwann und dann, ja, dann, ja, es wird jetzt versteuert wie bla bla bla. Ja, also es ist genau das Gleiche. Und also diese Doppelbesteuerung, ja, dafür, dass du so mutig warst und gehst Risiko ein und investierst in der Börse, das ist echt, das ist die eigentliche Frechheit an diesen ganzen Dividenden und Kursgewinnbesteuerung. Also das ist, wenn die das weiter ausweiten, wo wir nicht wissen, ja, wovon auszugehen ist, je nachdem, wer da jetzt dann irgendwie in die Regierung kommt und so weiter, dann wird das natürlich immer, immer, immer witziger, ja. Ja, bleibt abzuwarten, was da alles passiert. Aber das ist der Kern, ja, der hier nicht einmal erwähnt wird, ja. Es geht ja hier nicht darum, dass du hier irgendwelche Bruttoeinkünfte in Aktien investierst und dann geht es darum, wie wird das besteuert? Nein, das ist netto, ja, das ist bereits netto. Das heißt, das, was er hier oben als Brutto ansetzt, um das Netto auszurechnen, ist ja schon dein verdammtes Netto, Motherfucker, ja? Und das ist meiner Meinung nach der ganze Witz an diesem ganzen Besteuerungssystem. Ja? Okay, das gewesen sein wie dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.